So, kann man hier wirklich nur rein für den Safe? Es geht da gar nicht weiter, oder wie? Na dann. Dann bin ich froh, dass wir hier waren. Haben wir eigentlich eine Karte? Nee, haben wir gar nicht aktuell. Schade. Aber ich könnte jetzt mehr Rauchbomben. Also ehrlich gesagt sind mir Rauchbomben irgendwie wurscht. Muss ich echt sagen. Die Frage ist nur, kriege ich vielleicht einen neuen Baum freigeschaltet, wenn der vollständig ist? Wahrscheinlich nicht. Ach, für jemanden mit meiner Superkraft, sich nicht orientieren zu können, egal wie klein das Gebiet ist, ist echt schlecht, dass man hier keine Karte hat. Auch in so einem kleinen Gebiet. Weil ich habe keine Ahnung, wo wir hergekommen sind, wo wir schon waren und vor allem, wo zur Hölle wir hin müssen. Sag mir bitte, gib mir einen Tipp. Du gibst doch Tipps normalerweise. War ich jetzt gerade zum Beispiel da drüben drin? Ich glaube schon, oder? Bin mir aber nie mehr sicher. Das ist wirklich furchtbar. Ja, hier waren wir. Das erkenne ich wieder. Hervorgehobene Nachricht von Metatron. Das müsste daran liegen, dass jeder Pixel einzeln leuchtet und dass im Spielmodus dann quasi vieles nicht mehr einzeln leuchtet, sondern um schneller berechnet zu werden, die Pixel anders reagieren. Zum Beispiel in Gruppen berechnet werden. Okay. Ich habe schon Probleme, mich in WayForwards neueste Metroidvania zurechtzufinden. Ja, ich meine, Metroidvanias sind ja teilweise auch absichtlich so designt, dass das ein bisschen schwierig ist. Finde ich. Mal schauen, wie lange es dauert. Bis ich die Geduld hier verliere und irgendwo in eine Mine reinlaufe, weil ich nicht mehr aufpasse. Ah, ich würde gern da hin, oder? Oder? Würde ich da gern hin? Ich bin mir nicht sicher. Nee. Glaub nicht. Tja, Game over. Ich komme nicht mehr weiter. Und ich habe vergessen, wie man sprintet. Das kommt noch dazu. Ach, komm schon, Ellie. Komm schon. Mich würde es nur interessieren, wenn quasi mir da einen guten Bildschirm empfehlen könnte oder mir sagen kann, auf was ich achten muss, damit sowohl Bildqualität als auch Reaktionszeit super sind. Auf welche Produktbeschreibungen, die für mich alle total kryptisch sind, ich da achten muss. Könnt ihr mir das gerne irgendwie jetzt in den Chat oder auf YouTube in die Kommentare schreiben. Weil wenn ich mal wieder einen neuen Bildschirm mir hole, dann achte ich da drauf, dass der Super Gaming Bildschirm ist. Weil laut Eigenwerbung von den Produkten ist immer jeder Bildschirm Super Gaming Bildschirm. Okay, ich gehe noch mal da rein. Vielleicht müssen wir doch hier irgendwo weiter. Vielleicht habe ich was übersehen. Vielleicht gibt es ein Klofenster oder sowas. Und dann geht es hier doch irgendwo weiter. Wer weiß. Ich muss noch mal genauer gucken. Ja, der Spiegel ist bestimmt so ein FBI zwei Seiten gegen Seiten Geheimraumspiegel. Was ist denn das? Das ist ein Wickeltisch oder wo man das Baby festschnallen kann, damit es nicht runterfällt? Was bist du? Ein Haar ist dran. Ein Pissoir. Ein Waschbecken. Seifenspender, Handtrockner. Aber was bist du? Ein Mysterium. Jetzt sag mir doch mal, wo ich hin muss, du da. Hey, und sag mir noch mal, wie du heißt, weil ich kann mir deinen Namen nicht merken. Ich find das doof, wenn ich dich nicht ansprechen kann. Irgendwas mit D. Dora. Debra. Ja, Dia? Daya? Irgendwie so ähnlich, glaube ich. Du sprintest, wenn du den Sprintknopf drückst. Danke. Alles klar. Jetzt eigentlich
Noch genug Stoff für Fallout-Lore? Ja, eigentlich schon. Ich bin jetzt nicht dazugekommen. Resident Evil 8 ist mir dazwischen gekommen und so weiter. Und ich möchte jetzt auch noch ein bisschen was zu The Last of Us machen. Aber grundsätzlich gibt es noch genug Stoff und ich werde auch noch genug machen. Ja, ich glaube. Keine Ahnung. Dina. Ja, irgendwie so vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Suchst du jetzt einen TV oder Monitor? HDMI-Anschluss sollte haben. Alles andere ist mir eigentlich egal. Aber ich suche das gar nicht. Mich würde es nur interessieren für die Zukunft. Aktuell suche ich eigentlich, brauche ich gar keinen neuen Bildschirm. Gehen wir mal in die Richtung noch nach hinten. Da könnte sein, dass wir sterben. Ich habe es noch gesehen, aber bin reingestolpert und instant tot. Das ist schon ein bisschen gemein. Nein, das weiß man nicht, wer angefangen hat. Da gibt es viele Gerüchte. Also, die Original-Fallout-Teile haben da überhaupt keine Antwort gegeben. Die wollten im Grunde auch, dass das einfach nur von wegen Krieg ist immer scheiße, ganz egal, wer anfängt. Es gibt nur Täter, nur Verlierer, keine Gewinner. Und Bethesda hat so Andeutungen gemacht, dass vielleicht die Chinesen angefangen haben, aber auch alles nur ganz vage. Aber wie gesagt, ursprünglich sollte es auch gar nicht darum gehen, wer mit irgendwas anfängt. Und es sollte darum gehen, es ist einfach immer scheiße. Ganz egal. Ich habe mir kürzlich den Samsung Q60R besorgt. Der ist eigentlich ganz gut. Hat keine merkliche Verzögerung. Okay. Das stimmt, bis es soweit ist, hoffentlich halten meine Monitore noch so lang. Gibt es wahrscheinlich wirklich schon den Super Monitor Deluxe 3000. Mehr von dem Zeug. Für ihre Liebe. Da waren wir doch schon drin, oder? Das ist doch wieder das hier. Jetzt kann ich hier, nachdem ich das gelesen habe, hier aufmachen. Na, alter Dank, jetzt springt gleich irgendwer raus. Achtung! Puh. Nein, springt doch keiner raus. Klebeband. Kann ich was mit Klebeband bauen? Das ist ja so ein blöden Lappen. Ellie, ich sehe das. Guck mal, wie viel Platz in ihrem Rucksack noch ist. Das ist kein prall gefüllter Rucksack. Nimm jetzt das Klebeband noch mit. Ich hasse die. Ich hasse sie. Weil sie einfach nicht anständig looten kann. Furchtbar. Und zocken ohne Verzögerung ist dann. Ja, aber ich meine, wie gesagt, der Fernseher hat ja im Spielmodus keine Verzögerung und ist perfekt. Aber dann ist das Bild nicht so gut, wie es sein könnte. Und die Merlin spielt in dem Modus immer, in dem Animationsmodus immer Animal Crossing. Und ohne Scheiß, ich weiß eben nicht, was der Fernseher macht. Warum? Aber Animal Crossing ist das schönste Spiel im Universum, wenn das in diesem Animationsmodus läuft. Alles ist so glatt und so klar und so wunderschön. Es ist wirklich total faszinierend. Ich merke es hier, Da wenn ist ich der die Kamera TV-Bilder. bewege, dass eben während der Bewegung alles verwaschen ist. Und bei unserem Wohnzimmerfernseher im Animationsmodus ist nichts verwaschen. Egal wie schnell die Action ist, egal was sich bewegt, es ist immer alles super klar und scharf und wunderschön. Wenn nur diese Verzögerung nicht wäre. Und ich habe mir da eben gedacht, wenn man das kombinieren könnte, dann wäre das der Wahnsinn. Ich glaube, da kommen wir nicht rum. Ja, eben. Wir kommen hier wirklich nicht rum. Was jetzt? Moment mal. Ja. Oh, Wow. ganz ruhig. Wie sonst sollen wir da durch? Da hat sie recht. Glaubst du, das hat jemand gehört? Das war ziemlich laut. Augen offen halten. Okay, ich verstehe. Achtung. Oh.
Das Ecto 3 oder so. Ist das da oben so ein Geisterjäger-Ding? Ich meine, da schwebt irgendein Partikel. Das muss fast irgendwie übernatürlich sein. Komisch, komisch. Hi Zero, hallo. Ich meine, es gibt auch die Theorie zum Thema, wer hat im Fallout-Universum angefangen, dass einfach eine KI durchgedreht ist oder dass der langweilig wurde. Das wird in Fallout 2 angedeutet von einer anderen KI, die sagt, das wäre gut möglich, weil uns KIs wird schon mal langweilig. Oh. Bleib da unten. Die Treppe ist verdrahtet. Kannst du sie hochjagen? Nicht hier. Aber vielleicht von hier. Man müsste nur eventuell... Das schaffe ich nie im Leben. Versuchen wir was anderes. Yeah, Double Kill. Das ist nicht gerade unauffällig. Vielleicht kommt Lea ja zu uns. Ja. Oder sie locken uns in einen Hinterhalt. Deswegen lade ich mal alle meine Waffeln durch. Ich muss da rein. Ich meine, ich muss schon sagen, bis jetzt zumindest sind die Rätsel in dem Spiel so plump im Grunde. Plumper können sie nicht mehr sein. Das ist, in Uncharted sind die schon nicht die größten... Kopfnüsse? Sagt man das zu harten Rätseln? Ich finde schon. Aber hier ist es wirklich Uncharted Light. Aber es macht trotzdem Spaß. Darum geht's ja. Da ist er. Leise jetzt. Scheint leer zu sein. Glaube ich nicht. Siehst du einen Weg rein? Noch nicht. Also dann müssen wir jetzt erstmal umsehen, ob es hier nicht Loot gibt. Ey, das sieht aus wie eine Arena. Mit dem hohen Gras und so. Warum sind hier keine Gegner? Tiert mich. Sieht so aus, als sollten hier Gegner sein. Aha, was haben wir denn da? Eine neue Nahkampfwaffe. Das ist eine gute Idee. Unsere hält nämlich nur noch 2 Schläge aus. Die werde ich jetzt gleich pimpen. Weil wir haben es ja. Dann haben wir eine gute Nahkampfwaffe. Das ist gut. Ob man irgendwann mal Sprengladungen an seine Nahkampfwaffe bauen kann? Ich weiß, das wäre ziemlich bescheuert. Aber ich finde es lustig. So einen Wurmhammer, wo man einmal hinhaut und dann... Aber ich glaube, dafür ist das Spiel zu realistisch. Zu vernünftig. Schade. G-Sync oder FreeSync, VRR und Real Game Enhancer sind bei Gaming TV wichtig, sonst das Übliche. G-Sync und FreeSync, VRR und Real Game Enhancer. Ich glaube, ich muss den mal kurz kopieren und mir das in eine Textdatei kopieren. Einfach nur, weil ich wissen will, ob ich rausfinde, ob das unser Fernseher hat und ob das irgendwie damit zusammenhängt, warum das so unglaublich toll aussieht in diesem Animationsmodus. Lässt mir keine Ruhe. Mein Leben könnte so viel besser sein. Wenn ich doch nur den Animations- und den Spielmodus vereinen könnte. Vielleicht können wir hochklettern. Die Quality of Life, die ich dadurch gewinnen würde, ist nicht ermessbar. Ja, genau. Wenn die Verzögerung nicht wäre, dann wäre ich in den Animationsmodus verliebt. Das war wirklich, ohne Witz, das war für mich so ein
Moment, wo ich mir dachte, warte mal, so gut können Spiele aussehen? Oh, fuck. Was denn? Total. Warum dreht sich denn die Kamera jetzt? Tommy? Gehen wir rein. Okay. Jetzt, glaube ich, geht mein Controller kaputt, oder? Na, ist vielleicht nur jetzt eins wieder zu passen. Das war gerade komisch. Ich dachte schon, die sagen, oh fuck, und die Kamera will mir irgendwas zeigen. Aber irgendwie hat sich, ist nur mein, ne, der Drift. Jetzt geht's hier auch schon los. Mein Switch-Controller hat jetzt den PS4-Controller angesteckt. Und jetzt driften alle nur noch so durch die Gegend. Na toll. Let's drift again. Ein Pfeil. Das ist ein Hinweis. Hätte auch gern Pfeil und Bogen. Könnte mal super stealthy killen. Und ich bin ja voll der gute Stealth-Spieler. Wie man immer wieder sieht in den Schleichpassagen. Okay, ich schleiche mich jetzt mal an den Gegner. Ah, und die Action geht los. So. Will mich hier lang führen. Aber was jetzt? Kann man hier durch? Nee, oder? Nee. Was willst du denn dann von mir, Spiel? Da hoch? Ein Seil? Na dann. Von mir aus. Tommy ist der Bruder von Joel, der vorgegangen ist, weil er uns quasi beschützen wollte. Ja, der hat quasi gesagt, nee, Rache üben ist blöd, wir bleiben alle zu Hause und ist dann heimlich losgelaufen, weil er gedacht hat, dass wir dann daheim bleiben. Aber von wegen. Okay, Instant-Heilung. Ich glaube, jetzt geht's gleich los hier. Ich speichere mal kurz, glaube ich. Das Spiel hat zwar, das speichert zwar ich ständig irgendwie, aber ich speichere mal, was ich zahle. Der den Soldaten am Anfang erschossen hat, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, dass da ein Soldate erschossen wird. Rache ist auch scheiße. Danach will sich nur wieder der andere rächen. Und so geht es im Teufelskreis ewig weiter. Das finde ich eben echt schön, dass das Spiel genau das thematisiert. Ich bin ja gespannt, wie es ausgeht. Ich weiß, dass viele den Schluss nicht mochten. Ich kann mir vorstellen, dass viele den Schluss nicht mochten, weil es eben keine typische Rache-Story wird. Aber ich finde das eben ziemlich cool, glaube ich, in Wirklichkeit eigentlich. Mal schauen, wie es gemacht ist und wie dann emotional die Wirkung ist. Aber grundsätzlich finde ich das cool. Wenn es denn wirklich so ist, wie ich glaube, dass das Spiel eben gerade keine traditionelle Rache-Story, sondern eine Gewaltspirale ist Kacke-Geschichte sein soll. Fände ich cool. Fände ich progressiv. Interessant. Oh, guck mal, da ist ein Game Boy Advance an die Wand geschraubt. Auch nicht schlecht. Okay. Ich glaube, das war nicht Tommy. Ich glaube. Definitiv nicht Tommy. Ja, genau. Eben. Ich glaube nicht, dass der allein da reinstirbt und fünf Leute aufhängt. Ich weiß nicht. Aber es ist eine Botschaft. Was ist gerade erst passiert? Meinst du, sie sind noch hier? Ich hoffe nicht. Also bald die Augen offen. Sechster Echolotsinn. Sagt nix. Ist da hinten ein Zeichen oder einfach nur ein sehr komischer Blutspritzer? Oder ist das ein Symbol für irgendwas? Pfeil und Bogen oder so? Wieder dieses Graffiti. Graffiti? Ne, weil ich nicht. Wer sind diese Leute? Hi, Ramsi! Wie geht's? Die sind doch völlig gestört. Sir Lutelot. Lutalot. Oder so. Wieder ein Schuss für meine... Ach stimmt, ich hätte ja noch eine andere Pistole, ne? Und mal gucken, ob ich für die mehr Munition habe. Ja, 11 Schuss ist besser als 4, habe ich gehört. Ah, ich könnte jetzt hier einen Schalldämpfer anbringen, oder wie? Ups, das wollte ich nicht.
Schalldämpfer anfertigen. X. Nee, doch, könnte ich. Machen wir. Warum nicht? Ja. Zack. Cool. Yeah. Eine Cola-Flasche. Werde ich ganz durstig. Todmüde kann nicht pennen. Ich bin auch todmüde. Hey, aber ich konnte die letzten Tage auch überhaupt nicht schlafen. Ich weiß gar nicht, warum. Es war eigentlich auch nicht so heiß oder so. Aber irgendwie habe ich sehr unruhig gepennt. Immer nur 2 Stunden am Stück und dann wieder ein bisschen wach und dann wieder ein bisschen geschlafen. Ganz unangenehm. Ich hoffe, das vergeht bald wieder. Das ist auslaugend auf Dauer. Wenn man nie lang am Stück schlafen kann, durchschlafen kann. Aber es war jetzt auch eine stressige Zeit. Hause Bird Rider. Jetzt werden übermorgen die Katzen noch operiert. Die Armen. Dann ist wieder, kehrt wieder ein bisschen Normalität ein, hoffentlich. Die haben nämlich beide, also der Link und die Zelda, die sind ja Geschwister. Die haben beide so einen genetischen Defekt. Das ist anscheinend bei Katzen auch relativ häufig, dass die ganz starke Zahnfleischentzündung haben, permanent bei den hinteren Zähnen. Und jetzt wurden da schon welche rausgenommen von den Zähnen. Das war schon ein Riesenakt und super teuer. Und jetzt müssen da tatsächlich die restlichen Backenzähne bei den beiden raus, weil das sich total entzündet immer wieder. Und das ist bestimmt auch für die echt scheiße. Schmerzhaft und so. Das hilft jetzt nichts. Jetzt müssen die Backenzähne raus von den beiden. Und dann geht es denen hoffentlich wieder gut und so. Und dann passt es auch. So ist das eben mit Katzen. Der Fluch der Tentakel? Ich glaube nicht. Wie hätten wir denn die heiligen Tentakel erbost? Ja. Hier lang, Ellie. Ah ja, genau, weil ich es gerade sage. Deswegen ist diese Woche nicht der Donnerstag-Stream, nicht am Donnerstag, weil die am Donnerstag operiert werden, sondern am Freitag dann, einen Tag später. Genau. Gut, dass mir das noch einfällt. Also der Special-Stream diese Woche ist dann quasi am Freitag statt Donnerstag. Und die Woche drauf ist dann auch am Donnerstag kein Stream, aber nur, weil dann eben am Freitag 24-Stunden-Stream ist. Genau. Also die nächsten beiden Woche ist Freitag Streamtag und Dienstag auch. Sowieso. Ich komme gleich. Ich muss hier noch ein bisschen looten kurz. Zumindest vielleicht. Komm mal kurz. Ja. Es ist wieder soweit. Es ist wieder 24 Stunden Streamzeit. Ich glaube, das wird ganz cool. Ich habe mir diesmal ein paar echt coole, auch größere AAA-Spiele besorgt, die mich hoffentlich länger bei der Stange halten können jeweils. Vielleicht auch ein bisschen The Last of Us 2. Muss ich mal schauen, ob das von den Folgen her hinkommt. Weil wenn, dann möchte ich, dass das wirklich anschließt und dass nicht irgendwie Lücken drin sind oder so. Das wäre doof. Von den Folgen her und so. Und ja, genau. Deadly Premonition 2 kommt raus. Da freue ich mich. Deswegen habe ich es auf den 10. gelegt, weil da Deadly Premonition 2 rauskommt. Shit. Noch eine Leiche da oben. Das gefällt mir nicht. Wir sind ungeschützt. Wir müssen alles durchsuchen. Ich will Leah finden. Nur sei vorsichtig. Oh, müssen wir jetzt hier. Ja, müssen. Jetzt schießt jemand durchs Glas und dann kommt eine Uncharted 4 typische Action-Szene, wo das ganze Gebäude einstürzt, während wir uns durchkämpfen. Oder auch nicht. Falsche Franchise für so eine Action-Szene.
Komm schon, die bauen jetzt hier seit einer Stunde Spannung auf. Gefühlt. Jetzt komm doch gleich. Entweder die Bösen hier, die alle umgebracht haben, oder Zombies, die gekommen sind, weil hier keiner mehr lebt. Eins von beiden. Einer von beiden Gegnertypen kommt doch jetzt. Wahrscheinlich wieder Leute, oder? Ich glaube, jetzt waren... Na, es waren... Naja, doch. Wer weiß. Hier, nehmen wir mal die Karte. Kimmy Mela. Er kann mit Tieren reden oder die kontrollieren. Oder den Laseraugen einbauen. Wer weiß. Klingt alles ziemlich cool. Brains 80, Muskelkraft 60. Ich würde gerne mal eine Statistik machen. Wenn das wirklich alles, wie meine Theorie ist, ich bin mir nicht sicher, die Entwickler sind von dem Spiel, dann geben die sich anscheinend relativ gerne eine relativ hohe Intelligenz. Zugehörigkeit, Society of Champions. Nachdem ihre Familie ihr Zuhause an gierige Bauträger verloren hat, stieß der öffentliche Protest der jungen Wissenschaftlerin Kimmy Mela Green auf taube Ohren. Frustriert darüber, machte sie ihre Forschungen über Tierverhalten zu einem politischen Handlungsinstrument. Viele lange Nächte im Labor gipfelten in einem Gerät, das ihr ermöglichte, telepathisch mit Tieren zu kommunizieren. Heute als Mitglied der Society of Champions führt Kimmy Mela ihre tierischen Verbündeten überall dorthin, wo ihre Unruhe und Gier Menschen aus ihren Häusern vertreibt. Und wenn die Bösewichte nicht auf sie hören wollen, überlässt sie ihren Tieren das Reden. Heldin. Heldin? Ich meine, Leute davor zu bewahren, dass sie aus ihren Häusern geworfen werden, ist cool, aber wilde Tiere auf Bauarbeiter hetzen? Klingt ein bisschen radikal. Aber gut. Vielleicht ist das ja auch wörtlich gemeint mit sie überlässt ihren Tieren das Reden. Vielleicht schickt sie dann ganz niedliche Waschbären und so und die sagen dann, hey, könnt ihr bitte nicht das Haus abreißen und gucken mit ihren dicken, buschigen Kulleraugen. Dann schmelzen die härtesten Immobilienhaiherzen. Ramsi, vielen Dank. Yay, oh mein Gott, ja, damit ist jetzt echt schon wieder heute. Es ist noch nicht mal Juli, im Grunde, genau genommen. Und schon ist die Kasse wieder halb voll. Sind schon wieder zwei Special Streams sicher gebucht. Sehr schön. Dankeschön, super nett von euch allen. Super cool, yo. Stream, das heißt, die Cola-Industrie wird um einiges reicher. Hey, ich muss wieder ein bisschen, ohne Witz jetzt. Ich habe in letzter Zeit echt wieder viel Cola. Cola Zero. So. Das geht echt nicht. Ich meine, das ist alles schön und gut, aber in Maßen, ey. Aber jetzt Durst und muss echt schnell ein bisschen was trinken. Aber ich habe jetzt echt... Ich bin einfach so süchtig nach dem Zeug. Wahrscheinlich einfach nur noch Koffein. Aber trotzdem muss ich mich jetzt da ein bisschen bremsen wieder. Das ist bei mir immer so zyklisch, so wellenförmig. Das steigt immer mehr an und ich trinke immer mehr von dem Zeug, bis ich selber realisiere, dass es wieder ganz schlimm ist. Und dann sage ich so, ne, jetzt muss ich echt wieder bremsen. Und dann bremse ich mich wieder und trinke wieder viel mehr Schorle und Wasser und so. Und dann steigt es wieder schön langsam an. Und dann bremse ich mich wieder. Der ewige Zyklus. Aber so ist das eben. Dankeschön, Fallen Crusader. Das Bitglas wird wieder angefüllt mit Pride-Herzchen. Yay. Voll cool, hey. Für drei Zähne die 150 Euro von Ramsi. Ja, das kommt ungefähr hin. Befürchte ich. Dankeschön, nochmal. Okay. Ruhe, fast Ryo. Aber dann wäre es natürlich gleich vorbei mit der Zombie-Apokalypse, wenn Street Fighter Ryo hier rumlaufen würde. Aber gut, Ruhe. Ein Vögelchen hat mir zugezwitschert, dass die Scars, die an der Küste geschnappt hast, geredet haben. Isaac soll ziemlich beeindruckt von dir sein.
Wahrscheinlich nicht der Isaac von The Binding of Isaac, weil sonst wäre das mit der Zombie-Apokalypse gleich erledigt. Der wird die mit seinen Tränen ertränken. Ich weiß, du hast deinen Zweifel, aber jetzt musst du allen alles geben. Zeig ihm, dass die Aktion an der Küste keine einmalige Sache war. Doch ihm. Dann hast du ausgesorgt. Überleg mal, wie wenig Leute eine solche Chance bekommen. Ich bin stolz auf dich, Dad.